schade, Pech gehabt. Naja, was kann man da schon machen? Viel Glück beim nächsten Mal. Hallo liebe YouTube-Freunde, nur ein kleines Update-Video zum letzten Video. Eigentlich wollte ich hier ein Video nochmal über diese Kollegen hier machen. Kommt auch noch, ist schon aufgenommen, muss ich nur noch schneiden. Allerdings ist dieser nette Kerl hier nie wieder dazwischen gekommen. Eigentlich kennt man den ja, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Allerdings gibt es doch noch eine kleine Neuigkeit dazu. Ich hatte ja im letzten Video schon angekündigt, dass man jetzt diesen Bogen hat, wo man ausfüllen kann, was man vielleicht falsch gemacht haben könnte. Und selbst wenn man sagt, dass man es nicht gemacht hat und der Bot drüber läuft, gibt es inzwischen ein bisschen mehr Transparenz als vorher. Bei Strikes oder bei Urheberrechtsverletzungen wurde einem ja schon vorher immer gesagt, was man nun falsch gemacht hat, wie zum Beispiel, als ich mal Musik von Charles Manson oder die sowjetische Nationalhymne verwendet hatte. Da wird einem sogar genau ein Timecode angezeigt, was man falsch gemacht haben kann. Jetzt allerdings nicht genau, also das Video ist 26 Minuten lang und wo genau jetzt mein Verstoß gewesen sein wird, sagt man mir nicht. Allerdings ist es nicht ganz die Erklärung, mit der ich gerechnet hatte. Ich hätte damit gerechnet, dass es zum Beispiel für vulgäre Sprache gesperrt wird. Da stand zwar, dass das F-Wort okay sein kann, allerdings wo jetzt die Grenze zwischen leichter vulgärer Sprache und mittlerer vulgärer Sprache ist, ist ja auch nicht so ganz klar. Ich hatte ja auch den Ausschnitt von Mr. Trashback drin. Hätte ich mich nicht groß drüber gewundert oder Thematisierung kontroverser sozialer Themen, hätte mich jetzt auch nicht groß verwundert. Allerdings, was jetzt kam, fand ich schon so ein bisschen komisch. Und ihr dürft dreimal raten, was ist es? Ist es Gewalt? Ist es Nacktheit? Die Footballmannschaft der 1991er Denver Broncos? Nein, nichts dergleichen. Es ist hasserfüllte Inhalte, Hass oder Diskriminierung gegenüber geschützten Gruppen aufgrund von Ethnie, Alter oder anderen natürlichen Eigenschaften, was auch immer andere natürliche Eigenschaften sein könnten. Aber ich habe ich eigentlich alles nicht gemacht. Ich meine, Altersdiskriminierung. Ich habe mal gesagt, dass der hier bei absolutem Baby-Content nicht wirklich vorkommt, aber naja, gut. Hass oder Diskriminierung aufgrund von Ethnie eigentlich auch nicht. Es kam zwar eine Person vor, die nicht so wirklich deutsch aussieht und es ja auch nicht ist. Die junge Dame, die da lebende Tintenfische isst oder große Fische aus dem Aquarium raushebt, habe ich jetzt gesagt, dass ich das nicht so cool finde, aber das ist ja weder Hass noch Diskriminierung. Und das ist auch nicht aufgrund von Ethnie, sondern aufgrund ihres Handelns. Aber vielleicht ist da bei YouTube irgendwie so ein Bot mit einer Gesichtserkennung, der dann sagt, oh, Person von einer Ethnie redet über was mit einer Person von einer anderen. Und ich weiß auch nicht, ob da jetzt wirklich die manuelle Überprüfung, was der da anguckt, der wird wahrscheinlich nicht die ganzen 26 Minuten geguckt haben, der wird wahrscheinlich dann schon einen Timecode bekommen haben und sagen, oh, okay, case closed, weil als ob die da so viele Mitarbeiter bezahlen, dass die irgendwelche Videos angucken und dann klicken, ob es jetzt okay ist oder nicht. Diesen Job will ich. Ich will diesen Job. Das ist die Arbeit, die ich machen will. Wie kriege ich das? Wen muss ich dafür töten? Welchen Schwanz muss der dafür lutschen? Also entweder wird da wirklich eine Münze geworfen oder da kriegt jemand irgendwelche kleinen Timecodes und muss dann ja-nein klicken. Ist ja komplett komisch. Und die weitere Erklärung ist, Inhalte, die von marginalisierten Einzelpersonen oder Gruppen wahrscheinlich als anstößig empfunden werden. Also es gibt nicht mal wirklich vielleicht diese Gruppen, sondern wahrscheinlich wird das als anstößig empfunden. Von einer marginalisierten Einzelperson. Da wird sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere fragen, was ist Marginalisierung? Wenn man jetzt ganz dumm einfach mal bei Google oder Wikipedia sucht, was das ist, dann wird man finden, huch, das bin ja ich. Ja, kleiner Spaß. Also es ist halt eine Person, die an den Rand der Gesellschaft gedrückt wird. Wenn das jetzt wie in dem Fall ein Obdachloser ist, dann wird er wahrscheinlich kein Problem mit meinem Video haben, weil er vermutlich kein Gerät hat, auf dem er Videos angucken kann. Aber im Grunde heißt es einfach nur, dass Leute an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden. Das kann aus allen möglichen Gründen passieren, wie zum Beispiel in diesem Video hier erklärt. Nicht nur Alex erlebt Marginalisierung, sondern viele Menschen. Häufig aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Sexualität, Religion, Körperlichkeit, Einkommen, Bildung, Krankheit und vielem mehr. Fassen wir also zusammen, marginalisiert ist jeder, der irgendwie benachteiligt oder an den Rand gedrückt wird. Es könnte zum Beispiel sein, weil ihr obdachlos seid, weil ihr dunkelhäutig seid. Die ist heller als ich, haha, Person of Color, sehr witzig, try again. Okay, weil ihr dunkelhäutig seid, weil ihr schwul seid, weil ihr behindert seid, weil ihr eine Frau seid. Sie ist kein Mann, keine Frau. Entschuldigung, mir sind da wohl die Bilder durcheinander gekommen. Also, weil ihr eine Frau seid, weil ihr wirklich grotesk, ekelhaft fett seid. Ich bin jetzt die ungepflegte Dicke. Weil man transsexuell ist oder zoophil oder was weiß ich was. Und wenn man in keine dieser Kategorien reinpasst, dann findet man wahrscheinlich doch noch irgendwie einen Grund, wie man sich marginalisiert und in der Opferrolle fühlen kann. Wie der menschliche Daumen und Konsorten. Also, im Grunde heißt
Inhalte, die eine marginalisierte Einzelperson anstößig finden könnte, quasi die irgendjemand auf der Welt anstößig finden könnte. Also eine weitere Joker-Card. Ist ja wirklich prima formuliert und prima gelaufen. Und wenn man dann so einem Werbepartner präsentiert, kreuzen Sie mal an, wo Ihre Werbung laufen soll, dann wird wahrscheinlich keiner sagen, ja, bei Hass gegen Leute aufgrund von Ethnie, da möchte ich die Werbung haben. Aber auf der anderen Seite ist dann die Erklärung, ja, das könnte vielleicht irgendwie irgendwer vielleicht anstößig finden. Das ist ein bisschen Unterschied, oder ist nicht genau das gleiche, aber in dem Fall, falls irgendeiner von euch irgendeins meiner Videos anstößig findet, dann entschuldige ich mich natürlich, das ist natürlich absolut nicht meine Absicht gewesen und ich werde das natürlich nicht wieder machen. Tschüss. Imp is the best. Yeah.